Qualität. Der Zerberster hat schon recht. Du bist, was du isst. Man hat ja halt irgendwie. Ich meine, du kriegst ja auch keinen Preis, nur weil du einen Clown gefrühstückt hast und die Welt von einem Clown weniger zu einem Clown weniger verholfen hast. Ich pass immer auf, Kevin. Darf bald sein zehntes Kind in den Arm nehmen. Die Maxi hat schon ganz andere Sachen gesagt, das weiß man aber zum Glück nicht mehr. Suddenly turns banana. Fuss. Das ist schon wieder einer von diesen Jugendsprüchen. So wie Buzzing? Nee, das heißt Buzzing. Buzzing? Jetzt muss ich mal gerade gucken, was Buzzin, das ist. Buzzing. Buzzing. Rest hat mir nicht geholfen. Summen? Ja. Yeah. Buzzing. Fuck you, Koro. Er verarscht mich, weil ich alt bin. Soll ich noch irgendeinen Rentnerspruch ablassen, wie zum Beispiel: Alter, wenn du vor mir stehen würdest, würdest du sowas nicht sagen. Ach, kommst so. Du nur ins Internet. Today British slang to be buzzing means to be so happy after something good happens to you that you feel high. Buzzing. 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 Ach so. Ich sag das jetzt fünfmal. In fünf verschiedenen Versionen und ihr sagt dann, welche Version richtig ist. Buzzing, buzzin, 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 buzzing. Buzzing. Okay, das war nach unserem ersten Fatty Kill, waren wir voll buzzing. Sprichst du richtig aus? Nee. Buzzin, buzzin, buzzin. Busen. Also buzzin, buzzin. Wo sind? Mach einen großen Bogen. Gute straight up Buzzin. Buzzin. Sonst. Buzzin. Busen. Wie Busen. Ja, das kommt vom schwarzen CK, das heißt britischer Akzent. Und ein bisschen so afrikanischer Akzent, würde ich sagen. Buzzin. 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 Pass doch auf, hast du's eilig? Alle? Lang lebe. Etc. etc. Oh. Mir ist zum Speien nach diesem Gelände in der Taverne. Buzzen, buzzen. Du wirst ersticken. Buzzen. An drei Pfoten. Buzzen. Scheiße. Scheiße. Dritten Mal. Ozzy hat nach dem dritten Mal, dem vierten dritten Mal, einer der besten Tales im Game bekommen. Ich habe knapp 700 Stunden dafür gebraucht und ich dachte, aufgrund der neumodischen Kommunikationsart, ich küsse dein Auge, dies, das, würde das als Spaß verstanden werden. Habe in etwa geschrieben. Busen. Der Kolte. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut ankam, Mitch. warte, dann kennst du das. Wegen URL, Iron Urn. Ja, das ist aber doch, das ist dieser der Akzent, das ist doch in Amerika, ne? Iron Urn. Iron Urn. Was denn? Earn. Kein Problem, Bitch. Ich küsse dein Auge. Oder ich küsse dein Herz. Ich küsse deinen Lachsnacken. Walla Billasch, wer mag sie? Also es tut mir leid, ich muss da mich, glaube ich, öffentlich zu bekennen und sagen, ich bin kein Mensch dieser neumodischen Sprache und ich finde, Ich finde es richtig dumm, wenn jemand sowas sagt.
Ich finde das weder sympathisch noch, Oh Gott, for real. No cap, das ist was anderes, aber ich küsse dein Auge, finde ich so dumm. Genau, also ich finde, für mich liegt das genauso. Ich küsse deine Arschhaare. Ist für mich exakt dasselbe wie ich küsse dein Auge. Es macht für mich nicht mal Sinn. Aber ich verstehe schon, dass die, ich sag mal, neumodischere Kommunikation, wie es der Richmond gesagt hat, bei der Jugend gut ankommt. Aber ich war halt noch nie... Mach kein Auge. Ich war halt auch noch nie so Fan von solchen Ausdrucksweisen. Oh. Und muss auch sagen, ja, Mitch, aber... Tatsächlich habe ich mir auch coole Sprachweisen hier angeeignet, zum Beispiel von Rez. Ich finde, Rez hat eine sehr coole, einen sehr coolen Schreibstil. Und ich glaube, einer meiner häufigsten Wörter, auch schriftlich, ist to be honest. Finde ich einfach, klingt nice, ist von der Sprache her schön, gefällt mir gut. Für mich kommt das Ganze auf die Betonung an. Ich glaube, seitdem ist auch der Wurm drin. Für mich tatsächlich nicht. Also ja, nee, das ist halt auch eine Geschmackssache so. Ich meine, ihr seid halt auch noch jünger. Wir sind ja schon 65 und 77 und so. Und ich fand das schon damals dumm, als es angefangen hat. Also ich finde es ja okay, wenn es Leute nutzen oder es einem gefällt. Ich würde es für mich einfach Generationsunterschied nennen. Nicht mehr und nicht weniger. Cool, hätte die schreiben sollen. Das Problem ist, Huren und Hurensohn und so, das sind alles Wörter, die sind standardmäßig in meinem Wortgebrauch drin. Also ich habe aber auch ganz viele Vokabulare. Also mein Vokabular besteht aus vielen Wörtern, die ich hier einfach gar nicht sagen darf. Und das ist bei uns ganz normal, dass wir sowas sagen. Aber ja, also gerade sowas wie jetzt Huren kommt immer auf den Kontext drauf an. Und vor allem würde ich niemanden als Huren bezeichnen. Außer vielleicht Don Juans Sohn aus Don Juans Sohn. Ja, ich durchaus. Ihr wisst ja, wie ich bin. Manchmal ist für mich das schwer zu unterscheiden. Ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von... Du musst den Asi von der Straße, weil ich den nicht die Straße aus dem Asi. Ich mag so auch Bücher... Oder ja, Schreibweisen so Ende 1800 und so finde ich halt auch cool. Wir gehen jetzt übrigens zur rothaarigen Peach. Lovecrafts Englisch ist genial. Lovecraft ist insgesamt genial. Ja, das ist bei mir auch. Gerade Bastard, Hurensohn. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die ich hier nicht verwenden darf, die ich auch sehr, sehr aktiv in meinem Sprachgebrauch habe. Obwohl, eins darf ich sogar eigentlich verwenden, aber es ist trotzdem nicht so schlau. Schau mal hier drüben. Na, das ist doch klar, das ewige Feuer. Die Leute in dieser Ort. Weil es halt auch immer Leute gibt. Trotzdem nicht, warum lange mehr? Ein Kopper? Oder zwei? Kasmus Ironie extrem, weil es einfach das Gespräch lebendig hält, aber Huren war derbe zu viel. Fuck ist bei mir so wie Kurwa war bei den Polen in jedem dritten Satz. Bei mir sind so Wörter wie. Gerade behindert benutze ich wahnsinnig viel. Also wahnsinnig viel. Das war dein Signature. Hey, schieb ab! Wir plündern hier. Ja. Beute interessiert mich nicht, sondern die Zauberin, die hier gewohnt hat. Das sollen wir. Du willst was davon haben, oder? Sicher nicht. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch.
Das macht mich schon ein bisschen geil jetzt, Dev. Dev hat mir gerade einen Dickpick geschickt. Mhm. Geht. Kommt, denke ich, drauf an. Sehr geil, Mann. Ich freue mich echt schon drauf. So richtig, richtig krass Bock. Yes. Ja, schau. Das sind also meine und was sind eure? Voll cool, Dev. Ha, freue ich dich drauf. Der weiß, wie man Leute baitet. Der weiß, wie man den Doc baitet. Und die Maxi. Das wird eine 10 von 10. Ich sollte mich öfters einladen. Insaka, schön, dass du da bist. Hello, Mr. Insaka. Immer öfter besuchen. Wie geht's dir, Insaka? Ja, wir sind ja auch morgen erst da, nicht heute zur Besten. He's a 10 out of 10, but er macht Rucola-Pizza. Hat's einen anstrengenden Tag gehabt? Schön, dass du da bist, Gil. Schön, dass du Pizzateig gemacht hast, Dev. Ja, Mann, schön, dass du Pizzateig gemacht hast. Für deine absoluten Lieblingsmenschen. Ah ja, okay, das war übertrieben. Entschuldigung, ich nehm's zurück. Ich hab's selbst gemerkt. Für deine absoluten Lieblingsstreamer. Geil, ich habe noch nie Langos gegessen, muss ich immer noch machen. Gemerkt. Doch. Ich muss ja spielen. Kann nicht genießen, muss spielen. Trink keine Milchkohle. Verbesserung, Max, ich brauche was, um meine Wix-Griffel abwischen. Also Mitch, ich muss aber auch sagen, ja, das war vielleicht nicht okay, aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig. Also es war nicht okay, aber es war witzig. Also jetzt, das ist so eine Geschichte, die kann man erzählen und ist dann witzig. Danach riecht zwar die Bude wieder wie eine Bumsbude, aber ist es mir wert, ja. Fühl ich. Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Also ich finde, Ratten sind irgendwie ein sehr wichtiges Thema in Witcher. Ratten sind auch ein sehr wichtiges Thema im Mittelalter gewesen. Was hast du alles geholt? Was hast du alles geholt? Ich hab so keinen Bock, morgen mit dem Zug nach Hause zu fahren. Sehe ich genauso. Das muss ich auch sagen. Richmich, sei nicht zu streng alles. Zu dir. Ich fand die Story auch mega witzig. Und du wirst darüber lachen können. Glaube also mir. Wir lachen jetzt drüber. Weil ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, natürlich. Trotzdem war das nicht okay, aber es ist halt trotzdem auch sauwitzig. Richmond, ich habe Leute als Stück Scheiße bezeichnet, als Hurensohn im Endeffekt. Ich habe Leute Spasti genannt. Man muss sich auch mal selbst verzeihen können. Und das war mehr als einmal. Hast du danach 10 Subs gegiftet?
Ja, dann soll es wieder gut sein. Ja, ich meine, das sind Wörter. Ich meine natürlich nicht, dass jemanden, dass die Mutter eine Hure ist oder ich meine auch nicht, dass... Genau, das ist auch so eine wichtige Sache. Wenn ich jemanden Hurensohn nenne, ja, dann hat das nie was mit seiner Mutter zu tun. Nee, das sind einfach nur Ausdrucksweisen wie du Blödkopf, du Rabauke, du Hampelmann. Du Missgeburt. Du Idiot. Das sind Bezählt Subs darfst du mich auch beleidigen. Aber nur einmal. Ja, also bei mir sind schon 22 Subs, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Ja, scheiß Fotzen ist auch nur ein Wort. Hat trotzdem Penis, ja. Ja. Danke, Wes. Gut, dass du es noch korrigiert hast. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Liebreizender Name, oder? Letztes Jahr haben wir danach 3 Tage hinter Langos gegessen. Käse. Stimmt, es erinnert an South Park, ja, aber... Stinkende Hecke. Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Stinkende Hecke, so heißt wohl Laden. Sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Bei uns auf dem Straßenfest gibt es immer mindestens einen Langoststand. Letztes Jahr haben wir dann einfach 3 Tage hintereinander Longus gegessen. Als Hauptgang mit Knobi und Käse und als Nachspeise mit Zucker und Zimt und Nutella. Mann, ich will das jetzt auch mal irgendwann essen. Klingt geil, ich will nicht weiterreden, sonst mache ich mir gleich eins. Was bitte, nein, Dev, wir lassen den Teig bis morgen ruhen. Nicht, dass ich eine Pizza zu wenig mache. Ich mag es hier gefühlt alle auf der gleichen Wellenlänge, alle hier. Ja, Mitch, du bist hier sehr willkommen. Wir haben dich schon ins Herz geschlossen. Du darfst nicht mehr gehen. Also, Lotte Maxi. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Da drüben. Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Also für dich. Du Missgeburt. Da würdest du gut reinpassen. Halt deine Fresse. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin. Aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Es geht nicht um eine Zauberin. Weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Er sucht eine Absteige und die heißt stinkende Hecke. Die Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König mit Krone, Zepter und allem. Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig. Er sucht Triss. Spitzname. Aber in der stinkenden Hecke. Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Boah. Warum nur? Den will ich töten. Es ist Menge. Und die Tempelwache. Es ist Pampe. Ich will ihn töten. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Du bist der Laden einer Hexenhure. Gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Ja, du Fotze. Aber Magier aller Arten sind doch Vogel. Aber doch nicht denen ihr Eigentum, das gehört alles dem Staat. Ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Mhm. Wer sieht so aus wie ich? Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Weil er eine Glatze und einen Bart hat. Der Menge! Ich würde ihn gerne korrigieren, weil das müssen. Es sind. Muss schon. Bin ich so hässlich? Nein. Der Menge ist schon ein hässlicher Typ. Oder? Findest du? Ja, der da. Wieso? Ich weiß nicht. Das ist doch der Charakter. Wir korrigieren ihn. Hier, warte mal. Wusstest du, dass Fledermäuse-Motten meilenweit wittern können? Sie riechen sie nicht, sie hören sie. Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Ja, du Depp, du Dummkopf. Du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Der hat eine ganz hässliche Nase. Wie Fledermäuse die Matten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Dann steht er die ganze Zeit vor dem Spiegel. Biep, 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 biep. Auch für sie.